Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frankenberg TV. Heute möchte ich mit euch über das vergangene Video sprechen. Nur ein paar Punkte. Erstens, warum überhaupt die AfD zuerst? Michael, bist du jetzt rechts? Dann als zweites euch ein bisschen berichten von den Rückmeldungen zu dem Video. Und was das so auch ein bisschen mit mir gemacht hat und was das so für Gedanken ausgelöst hat. Und drittens, Ausblick auf die nächsten Videos, nächsten Themen so, insbesondere wie ich jetzt mit dem Zuschauerwunsch, kannst du ein bisschen mehr Politisches in Frankenberg TV einbetten, wie ich damit umgehe, insbesondere nach diesen ersten Erfahrungen. Ja, also, liebe Leute, Punkt Nummer 1, ich habe ja jetzt schon länger kein Video mehr gepostet, ich bin aus meinem 2-Wochen-Rhythmus ein bisschen raus, ich hatte tatsächlich den Fokus auf einen Lebensbereich, Familie, Partnerschaft, der mir tatsächlich sehr viel Energie abverlangt hat für eine längere Zeit. Aber es ist jetzt auf einem guten, gelungenen Wege alles. Ich habe jetzt wieder Zeit für mein Hobby, was ich sehr gerne mache. Ich freue mich jetzt auch wirklich mal wieder hier vor der Kamera zu sitzen und ein bisschen zu erzählen. Und jetzt möchte ich euch endlich die Frage beantworten. Also, Leute, warum die AfD zuerst? Das kann ja wohl nicht wahr sein, Michael. Ja, und das ist jetzt ganz schnell beantwortet. Es gibt auf der Seite des Landkreises Waldeck-Frankenberg, da stehen so die Parteien und die Funktionen und so weiter. Und ich habe dann im ersten Schritt gedacht, ich schreibe einfach erstmal immer die wichtigste Person der Parteien an. Das nennt man dann Fraktionsvorsitzender oder Fraktionsvorsitzende. Und dann habe ich nach den Kontaktdaten geguckt, auf der ganz normalen Homepage. Und da sind auch die Kontaktdaten, Name und so weiter. Und dann habe ich mir die herausgeschrieben und so. Und dann habe ich angefangen zu telefonieren und so weiter. Und der AfD-Mensch, der Fraktionsvorsitzende, hatte seine Handynummer angegeben. Und das war deswegen sehr einfach für mich, weil bei den anderen war entweder die Nummer veraltet oder gar keine Telefonnummer, nur eine E-Mail. Auf die E-Mails wurde nicht reagiert von vielen, jetzt mittlerweile schon. Hier und da erzähle ich nachher. Aber der AfD-Fraktionsvorsitzende, der seine private Telefonnummer sogar da hinterlassen hat, der war natürlich sofort erreichbar, der war sofort am Telefon. Dann haben wir gesprochen, hatten ein Vorgespräch, haben einen Termin gemacht, haben das Video produziert. Fertig. Das ist der Grund, warum die AfD zuerst. Und jetzt noch einen kleinen Schwank. Dieser Mensch hat mir gesagt, Michael, mach das nicht. Mach das Video nicht zuerst. Guck, dass du erst eine der anderen, SPD, CDU, irgendwas, ist egal. Hauptsache nicht die AfD zuerst. Und zwar hat er das damit begründet, der Stefan Ginder, den ihr ja in der letzten Folge vielleicht gesehen habt, dass ich sonst vielleicht diskreditiert werde, dass ich vielleicht in eine Ecke geschoben werde, wo ich mich gar nicht sehe oder sich Leute von mir abwenden, Abonnenten verlieren, was, ja, sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, es war auch ehrlich gesagt meine Sorge, er hat das dann nochmal bestätigt. Und dann habe ich Zeit ins Land vergehen lassen, dachte mir, gut, dann kümmerst du dich jetzt mehr weiter um die Termine mit den anderen, aber das ist so langwierig geworden und das Video war jetzt schon so lange fertig, der geneigte Zuhörer hört vielleicht sogar ab und zu geht es da um Zeitangaben in dem Gespräch mit dem Stefan Ginder und da merkt man schon, das Video ist schon alt. Ja, und es ist dann irgendwann echt an der Zeit gewesen, dass ich jetzt mal anfange. Ich habe den Zuschauerwunsch, dem wollte ich nachkommen. Ja, kannst du mehr politische Themen, politisches in Frankenberg TV halt einbetten? Ja, und ich habe mir Gedanken gemacht, wie mache ich das? Ja, und dann habe ich mir halt gedacht, wir bleiben bei Erfolg gelingendes Leben. Wir gucken, dass wir einfach Lokalpolitiker dazu interviewen, ja, im Gespräch ein bisschen kennenlernen, die Personen und so. Und nicht irgendwelche politischen Themen jetzt, sondern erstmal den Politiker kennenlernen, die Politikerin kennenlernen. Ja, im ersten Schritt die Person, was machst du, wer bist du, was verstehst du unter Erfolg, hast du eine Botschaft für uns und so. Wie halt bei allen anderen auch. Und in einer zweiten Serie, wenn ich alle Parteien durch habe, dann nochmal ins Interview gehen und sagen, hey, wir haben dich ja schon kennengelernt und jetzt mal die Frage, wieso machst du eigentlich politische Arbeit hier in Waldeck-Frankenberg? Ja, was hat dich denn dahin geführt und so?
Denn von den bisherigen, ich habe jetzt schon Stunden Gesprächskontakt gehabt mit politischen aktiven Menschen im Landkreis, kann sagen, die sind in Arbeit und die haben Kinder und dann noch das politische Amt und dies noch. Also da muss man auch Zeit und Energie für haben. Und also ich finde jetzt Politik jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Also deswegen, und dann kann man den Menschen wieder ein bisschen kennenlernen und ihn wieder ein bisschen verstehen in seiner Verhaltensweise. Warum macht er dies, warum macht er das und so. Und das finde ich spannend und immer wieder halt auf das Thema, was hat das mit Erfolg und einem gelingenden Leben zu tun? Ja, das ist ja immer das, was mich interessiert, irgendwie eine Botschaft rauszuziehen für uns, für mich, also für euch, für mich, für uns. Ja, und dann irgendwann vielleicht mal hier anzufangen, über politische Themen zu sprechen, aber dann auch in einem Rahmen, dass wir darüber sprechen, was auch wirklich hier für den Landkreis, für Frankenberg oder für Bad Wildungen oder irgendwelche, also für uns halt hier, nicht in Buxtehude und tralalala. Ja, das was mit uns zu tun hat hier, darüber dann sprechen mit Politikern. Ja, so war der Plan. Oh, jetzt habe ich den Ausblick schon ein bisschen vorweggenommen, aber egal. Ja. Und ich habe total den Faden verloren. Was soll ich eigentlich sagen? Also, warum das AfD-Video zuerst? Ich bin tatsächlich, das, was der Mann gesagt hat, ist passiert. Selbst Leute, die mich jahrzehntelang kennen, waren irritiert. Zum Glück ist der Kontakt so gut, dass die mich auch darauf angesprochen haben. Denn ich kann mir daraus kann ich den Rückschluss ziehen, dass sehr viele Leute ähnlich reagiert haben oder noch viel heftiger. Weil sie mich gar nicht so gut kennen wie die Leute, die mich angesprochen haben seit Jahrzehnten, mich sehr gut kennen und trotzdem aufgrund des AfD-Videos die AfD zuerst der AfD überhaupt Raum geben. Michael, das finde ich jetzt aber nicht gut. Was ist denn mit dir passiert? Und deswegen ist das insgesamt mit diesen Zuschauerwunsch mit politischen Themen nach Frankenberg TV bringen gar nicht so einfach. Also, aber ich wachse in meiner Persönlichkeit, ich halte das aus und ich vertraue immer noch darauf, dass die Menschen, die mich wirklich gut kennen, wissen, dass ich nicht der eindimensionale Michael bin, der irgendwo links oder irgendwo rechts irgendwie oder in der Mitte. Also damit kann ich überhaupt nichts anfangen, echt nicht. Ich weiß noch nicht mal, was ist denn rechts? Ist man rechts dann, wenn man ausländerfeindlich ist? Oder ist man rechts, wenn man, weiß ich nicht, also ab wann ist man rechts? Also ich denke halt viel über diese Themen jetzt in letzter Zeit nach, weil mich das wirklich, ja, dieses eine Gespräch schon mit dem AfD-Fraktionsvorsitzenden, das zu posten in Frankenberg TV. Hatte Konsequenzen, die ich äußerst bemerkenswert finde, die mich sehr nachdenklich machen. Und ja, weil ich kenne halt viele. Achso, ich komme gleich hier. Ich blende euch gleich mal das hier ein. Kommen wir gleich zu. Damit ihr mal seht, wie ist denn die AfD hier überhaupt aufgestellt im Landkreis Waldeck-Frankenberg? Ist doch bestimmt eine Pillepalle-Partei oder riesengroß oder nicht oder was? Gucken wir uns gleich mal das Wahlergebnis an. Und ja, ich kenne halt zahlreiche Menschen, darunter auch Leute, die, also Menschen, die, von denen ich weiß, die haben auf jeden Fall die AfD gewählt. Und darunter Leute, von denen ich weiß, also keine Ahnung, einer ausländischen Familie die Wohnung, eine Wohnung im Haus gegeben. Ja, dann kann er ja nicht AfD sein, weil AfD ist doch rechts. Oder ist er dann, ist man überhaupt rechts, wenn man bei der AfD ist? Oder ich verstehe es halt nicht, Leute. Ich verstehe es halt nicht. Und ich glaube, ich möchte das auch gar nicht, weil ich nicht auf dieser eindimensionalen Links-Rechts-Schiene lebe. Ich bin ein dreidimensionales Leben, das bewegt sich in der Zeit in einem vierdimensionalen Raum und möchte themenbezogen sprechen und nicht irgendwie. Dieses, ja, wenn das Argument fehlt, um sich sachlich zu unterhalten, wie man es in der Familie am Tisch oder in der Schule, in der Klasse gelernt haben sollte, dann plötzlich anzufangen, die Person
die Person abzuwerten, die Person anzugreifen und so. Und du bist ja sowieso doof, weil du hast letzte Woche Mittwoch, habe ich doch genau gesehen, wie du an der Kasse die schwarze Kassiererin, habe ich doch genau gesehen, wie du da hingeguckt hast. Gut, kann jetzt in beide Richtungen gehen, ja, weil du es geil gefunden hast oder weil die eine andere Hautfarbe hat da als jetzt derjenige, der mit diesem Argument jetzt angesprochen wird, weil man irgendwie keine Ahnung hat, keinen Bock auf das Sachliche, auf der sachlichen Ebene ein Thema zu besprechen. Und Leute, ich schäme mich oft fremd, wenn ich das im Bundestag sehe, wie die hochbezahlten Leute die Steuergelder verschwenden, um sich nicht, wie man es in Schule oder in einer normalen Familie gelernt hat, sachlich und wertschätzend ja, da argumentieren, sondern so von oben herab und nee, noch weiter von oben. Ja, nee, du bist ja total doof. Und ach, boah, also ich schäme mich so fremd. Und ich habe mir gedacht, ich gucke mir das mal hier in uns im Landkreis, hier im Waldeck-Frankenberg, in Kreistagssitzung, ja, da gucke ich mal rein. Ich berichte euch mal, ob das auch zum Fremdschämen ist oder ob die Leute hier bei uns da ein bisschen normal, wie man es halt, wie es Lehrer und Eltern von Kindern mal erwartet und gefördert haben. Sachliche Argumentation über eine Sache und nicht die Person, nur weil das jetzt irgendwie argumentativ auseinandergeht. Ja, das ist doch klar, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Selbst es gibt nicht umsonst das Sprichwort, da streiten sich selbst die Gelehrten um das Thema. Aber nicht, da beschimpfen sich die Gelehrten. Und das finde ich, also das finde ich als Sozialmanager absolute Steuergeldverschwendung und das finde ich absolut ekelhaft. Und ich würde mir wünschen, jetzt mal ganz allgemein, ihr merkt, da errege ich mich, dass man wieder langsam auf eine sachliche, rationale Ebene kommt. Da wird oft hier von den Wissenschaftlern, wenn die ihre Debatten haben und über ein Thema, da läuft das anders. Also da sitzen nicht Physiker und sagen hier, du bist doch eh scheiße, weil du bist doch AfD-Wähler hier. Mit dir reden wir jetzt gar nicht mehr über dieses mathematische Problem. Nö. Also also versteht ihr das? Also das, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, aber ich finde das einfach nur schrecklich. Dieses Sticheln und sich gegenseitig kaputt machen und so. Schade. Aber ich kann es verstehen, warum das überhaupt so kommen kann. Dass es jetzt zum Beispiel eine AfD gibt. Ich zeige nach da, ja, links, rechts, Mitte, keine Ahnung, links die Linken, rechts die AfD, glaube ich, ne? Oder noch weiter links, wenn man die Linie hier weiterzieht, ja, einmal quer durch den Raum, dann kommt man, glaube ich, bei der BSW, habe ich mir sagen lassen, die ist so links, dass man den Strich so weit links ziehen muss, dass man irgendwann wieder rechts ankommt. Also. Und ich würde jetzt darauf tippen, so FDP oder SPD hier so in der Mitte oder CDU hier. Und das interessiert mich halt nicht, weil wo ist das Thema? Es geht doch um Themen, nicht um Haltungen und Personen und du bist da und das ist doch eindimensional. Was ist das? Ich habe den Faden völlig verloren. Ich rege mich darüber so auf. Weil es uns alle so viel Geld kostet und uns nervt. Und sogar dahin führt, dass ein Michael, von dem die meisten Menschen sehr genau wissen, wie ich ticke, dass ich mich für den Menschen interessiere, der da vor mir ist, ist mir völlig egal, wo der herkommt, es ist mir auch völlig egal, wo ich mich gerade befinde. Ich bin interessiert an dem, ja, wie tickt der, was machst du so und was hast du so vom Leben gelernt und wie gestaltest du dein Leben, was kann ich von dir lernen und. Gut, also außer er schadet mir direkt, indem er mir direkt eine gibt oder so, dann muss ich mich abgrenzen, beziehungsweise diese Person ausgrenzen, ja, diskriminieren heißt ausgrenzen, ja, sich selber schützen vor weiterem Schaden, akutem, habe ich jetzt bisher nur ganz wenig erlebt in meinem Leben, zum Glück. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ihr seht schon dieses. Politik nach Frankenberg TV bringen ist für mich eine, ich will nicht sagen Belastung, aber eine sehr große Herausforderung. Aber ich habe es gesagt, ihr bestimmt die Inhalte von Frankenberg TV und ich gucke, dass das Ganze im Rahmen von Erfolg gegen das Leben bleibt. Und ich gebe mein Bestes. So, aber ich wollte euch ja jetzt noch hier das mal, ich blende das mal kurz ein, was ich hier sehe, damit wir überhaupt wissen, wovon wir sprechen, wenn wir jetzt zum Beispiel.
eine Michael sagen, oh, du hast ja jetzt ein Video von der AfD gemacht. Ihr kennt ja jetzt den Grund. Ja, weil das war eine Handynummer. Könntest du sofort einen Termin vereinbaren. Das war der erste. Fertig. Organisatorisches Phänomen. Fertig. War halt zugänglich. Und manche Parteien haben immer noch nicht geantwortet. Selbst nach mehrfachen Anschreiben nicht. Und die nächsten Interviews, ah, da komme ich gleich im Ausblick nochmal drauf zurück. Ich wollte euch jetzt nur erstmal ein Bild darüber vermitteln, dass dieses Wegdrücken, ja, in eine Richtung, wie die AfD jetzt zum Beispiel, ja, die ja durchaus extrem ist in ihren und radikal und boah, nach vor, ja. Also, das ist ein soziologisches Phänomen, das wird sich immer so genauso abspielen, wenn man es schafft, als etablierte Parteien über Jahrzehnte bestimmte gesellschaftliche Themen, die für die Leute wichtig sind, nicht immer nur Minderheitenthemen, sondern Themen, die für die Masse eine große Relevanz haben. Und da könnte ich jetzt noch Stunden erzählen, bis hin Beispiele aus der Kinder- und Jugendhilfe, die ihr, wie steht es im Sozialatlas hier von unserem Nachbarlandkreis Kassel? Wir haben hier keine Jugendhilfeplanung so schriftlich, aber Landkreis Kassel macht das und da steht da drinnen, das ist der Teil Armutsbericht in der sozialen Bedarfsplanung. Wir können unseren Auftrag nicht mehr ausführen, wenn nicht jetzt mal langsam an anderer Stelle, an politischer Stelle, bestimmte Themen wie jetzt das Thema Armut und immer ärmer werdendere Kinder. Man kennt ja den Zusammenhang zwischen Bildung, also das ist so ein Dreiergespann, Bildungsstand, wirtschaftlicher Stand und gesundheitlicher Stand von Familien jetzt. Ja, dass diese drei sich gegenseitig, dass da eine Wechselbeziehung ist zwischen den dreien. Also müsste ich doch immer diese Themen wahnsinnig in den Vordergrund stellen, wenn schon ein Jugendamt sagt, wir schaffen es nicht mehr, Leute. Politik, ihr müsst jetzt mal anfangen und in einen Armutsbericht schon auf die Geldverteilung und dir immer weniger, Reiche werden immer reicher und so. Im Landkreis Kassel, die Kinder- und Jugendhilfeplanung. Ja, früher ist man gleich Verschwörungstheoretiker gewesen, wenn man sowas nur anspricht. Naja, also, wenn man solche Themen lange genug wegdrückt als etablierte Parteien, dann ist doch klar, dass dann irgendwann, also ich meine, introvertiertere Menschen würden aufgeben und sich zurückziehen, extrovertiertere, und das sortiert sich dann aus, es werden immer weniger Leute, die noch dagegen drücken wollen. Doch, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Also das werden extrovertiertere Typen besser schaffen. Und dann ist doch klar, dass sich über die Zeit irgendwann eine Gruppe an stark extrovertierten Menschen sammelt, die sehr radikal ist, weil sie muss ja gegendrücken. Und über die Zeit, ganz normal, wird es halt immer stärker. Und dann gibt es solche Phänomene wie ein so Rechts-AfD-Ding. Oder auch andersrum, wie so ein ganz links, ja. So weit links, das ja auch schon wieder rechts ist. Das ist ja auch ein Extrem. Ja, weil hier nicht über Themen, die gesellschaftlich nötig und dringend sind, wirklich mal vorwärts marschiert wird, sondern halt, ja, ich halte mein Fähnchen in den Wind und das und alles andere, was mir nicht passt, drücke ich runter und dann passiert sowas. Also, normales Phänomen. Und dass das so ist, das könnt ihr jederzeit, falls ihr Familie habt, in eurer eigenen Familie sehen oder bei anderen oder in der Schule, falls ihr mal in der Schule wart, in der Klasse. Da gibt es immer Leute, ja, Kinder oder Schüler, die sind nicht damit in Ordnung, was jetzt gerade passiert. Ja? Die möchten gehört werden oder die haben irgendein anderes Problem. Wir werden radikal irgendwann. Aber erst dann, wenn sie lange genug nicht gehört wurden, runtergedrückt wurden, sowohl in der Schule als auch zu Hause in der Familie, am Essenstisch, ja, können nie die Dinge mal sprechen, werden nicht gehört. Ja, dann wird es irgendwann, aber erst wird sortiert, ja, die Introvertierten werden immer ruhiger und sagen nichts und geben auf. Und die Extrovertierten, die werden immer radikaler, ja, weil die geben nicht auf. Und das kann man übertragen auf dieses soziale Phänomen. Parteien, die dann extrem in irgendeine Richtung gehen, weil dort sich sehr viele sehr extrovertierte, starke Persönlichkeiten gesammelt haben. Und dadurch können die mit relativ wenig Leuten relativ viel erreichen in sehr kurzer Zeit. Irgendwann. Durch Radikalisierung quasi. Ja.
Aber das ist ein normales soziales Phänomen und die Schlussfolgerung ist, ah, man muss also über die Themen sprechen. Und dann haben wir jetzt eine Situation wie, ah ja, die hat das Thema und die hat das Thema. Ja, nee, also eigentlich sind das die gleichen Themen, weil es ist ja für alle relevant, aber mit der sprechen wir nicht. Also wir arbeiten wieder nicht zusammen. Dabei ist doch klar, Erfolg, nur mal so am Rande erwähnt, erfolgreich sind Menschen dann, oder anders gesagt, Gruppe 1, Gruppe 2. Und wenn man jetzt untersuchen möchte, beide haben die gleiche Aufgabe, beide Gruppen, dann kann man eins sehen, da gibt es auch natürlich wieder Studien zu, dass diese Gruppe, die besser zusammenarbeitet und ein Maß zum Beispiel für bessere Zusammenarbeit ist die Anzahl der Kommunikationswege zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern. So, je höher der Kommunikationsweg ist, je mehr die austauschen, kooperieren, desto besser das Ergebnis. Ja, und jetzt guckt euch das doch dann mal an jetzt in der Politik, ja. Wollen da kooperieren? Manchmal geht es doch gleich von vornherein. Ja, mit denen nicht. Ja, und dann haben wir eine Regierungsgruppe, die, wenn wir eine andere Regierungsgruppe, die trotzdem, auch wenn da Leute sind, die extrem sind, miteinander kooperieren und die Kommunikationswege stark sind, erfolgreicher sein wird, als das, was wir da haben mit, nee, mit dir nicht und tralala, und dann drücken wir wieder runter. Und was ist das Ergebnis von, wir drücken es wieder runter? Natürlich noch mehr Radikalität. Oder am Ende aus der Familie rausgehen oder aus der Schulklasse sich entfernen, weil man ja nicht weiß, was soll man da noch. Puh, jetzt habe ich mich ereifert. Ich wollte eigentlich nur euch sagen, wenn wir also von der AfD sprechen, dann sprechen wir von der drittstärksten Partei hier in unserem Landkreis. Und dann sprechen wir über eine Hausnummer die rote Linie ist das Wahlergebnis jetzt von 2024. Und vergleichsweise ist jetzt die von 2019 dabei, das Wahlergebnis. Und dann kann man sehen, wie die AfD auch zugelegt hat. Die CDU ist nach wie vor, auch wenn sie, hat auch sogar zugelegt, ist die stärkste Partei hier bei uns im Landkreis. Und ja, und an dritter Stelle halt die AfD. So, und das sind roundabout, unten könnt ihr sehen, ist so, dass diese Zahlen unten, das sollen die Prozente, ist der prozentuale Wert. Und jetzt mal Pi mal Daumen, sind SPD und AfD so bei Pi mal Daumen 20%, ja? Die AfD ein bisschen weniger. Aber das heißt, dass jeder Fünfte hier im Landkreis im Schnitt die AfD wählt. Und das bedeutet, gemessen am, was ich schon erlebt habe, als ich nur ein ganz normales Gespräch mit einem AfD-Politiker geführt habe und dafür schon jetzt hier in diese eindimensionale Ecke hier und Michael, ja, dass ich ein Fünftel aller Waldeck-Frankenberger wegdrücken möchte. Also jeder Fünfte kann man aussortieren in Waldeck-Frankenberg. Also das kann es doch nicht sein. Ja, also ja, und wisst ihr, all solche Gedanken mache ich mir. Und jetzt habe ich so viel erzählt. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video überhaupt posten möchte, aber ich komme jetzt mal schnell zum Ausblick auf die nächsten Videos. Wie geht es jetzt hier weiter? Also, ich werde mich bemühen, diese politische Schiene weiterzufahren. Die nächsten Zusagen von Parteien, das war die FDP und die SPD. Von den anderen habe ich zum Teil nach dem dritten Nachfragen noch keine Rückmeldung. Die Grünen haben sich zurückgemeldet, das fand ich toll. Erst nach den Sommerferien, da wäre dann ein Termin möglich. Also das heißt, ich kann jetzt schon absehen, bis ich alle Parteien, eine Person von allen Parteien mal gesprochen habe und hier bei Frankenberg TV euch vorgestellt habe oder die Person sich selber vorstellt, ja, als Mensch, ja, wer bist du, was machst du, was verstehst du unter Erfolg, ja, was ist deine Botschaft, da vergehen Monate, etliche Monate noch. Und deswegen lasse ich es halt so parallel laufen, zwischendurch, damit wir dann auch was über die Parteien verstehen, würde ich dann auch mal kurz auf die Programmpunkte eingehen, die die Partei jetzt hier hat
Ja, weil irgendwie müssen wir auch dahin kommen. Was hat das jetzt mit uns zu tun, Waldeck Frankenberg? Was ist jetzt das? Wofür steht die Partei hier? Worum will sie sich kümmern hier bei uns? Was hat das mit mir zu tun? Ja, Erfolg, gelingendes Leben, ja. Und da über diese Programmpunkte mal sprechen. Und ja, und so, Pi mal Daumen ist das der Plan fürs gesamte restliche Jahr. Wird es wahrscheinlich so lange dauern, bis ich alle durchhabe. Und die Linken haben sich noch gar nicht zurückgemeldet und Freie Wähler glaube ich auch nicht. Und es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Aber ich kann euch sagen, es gibt nette Leute bei den Parteien. Wirklich nette Leute. Ich freue mich auf die nächsten Interviews mit unseren Lokalpolitikern, weil es nett ist. Und weil es alle auch wichtig finden. Also die ich bisher gesprochen habe, nur für euch zur Info, auch zum Thema hier war, hier der AfD Raum geben und so. Also die Politiker, mit denen ich bisher gesprochen habe aus Waldeck-Frankenberg, gehen mit mir d'accord, dass das wegdrücken. Ja, wie gab es nicht mal sogar hier Parteienverbotswunsch? Ja, das würde hier bedeuten, wir verbieten jedem fünften Waldeck-Frankenberger seine eigene Meinung auszudrücken. Weil sie ja irgendwie jetzt. Ja, also ich rede noch nicht mal von irgendwelchen Punkten, weil ich immer noch nicht verstanden habe, was ist rechts, was ist links und so, keine Ahnung. Aber das ist doch nicht der richtige Weg. Dadurch würde man doch, wie ich es eingangs am Beispiel Schulklasse und zu Hause, dieses Phänomen des Weg- und Unterdrückens, dann würde man ja vielleicht nicht mehr jeden Fünften haben. Dann vielleicht noch jeden Zehnten, aber dieser jeder Zehnte, das wird ja jetzt, da kommt jetzt wieder dieses Aussortierungsverfahren, das wird wieder die Extrovertierten, sehr radikalen, sie müssen ja radikaler werden. Und wollen wir das in Frankenberg? Wollen wir das in Waldeck-Frankenberg? Also die Politiker, die ich kenne, die wollen das nicht. Und deswegen sind die offen für den Austausch auch mit einer AfD. Oder noch gibt es das Bündnis Sahra Wagenknecht hat ein relativ gutes Ergebnis, so fast bei FDP hier im Landkreis. Oh, genau. Vorletzte Stelle. Ja, und das ist ja das links durch den ganzen Raum. Jedenfalls wieder, wenn man so will, die Extreme auf der nur eindimensional gedachten Linie. Will man das? Will man das? Da kommen ja noch mehr. Also das macht doch keinen Sinn. Man muss doch als logisch-rational denkender Mensch verstehen, ich muss doch erstmal versuchen, den Menschen, den Schüler, das Kind, das Aufrührerische, das gehört werden möchte, ja, oder eine extreme Partei, die gehört werden möchte. Ja, da muss ich doch in der Lage sein, auf das Thema, auf Themen, auf Augenhöhe das Thema zu besprechen. Ja, und ich hoffe, dass ich in dem Frankenberg TV jetzt indem wir diese Lokalpolitiker hier kennenlernen, dass Frankenberg TV einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass das passiert und vielleicht kann man auch wieder ein bisschen mehr Bürgerengagement, Bürgerbeteiligung, vielleicht könnte Politik sogar Spaß machen, vielleicht könnten Bürger vielleicht hier die Waldeck-Frankenberger mal eine Mini-Volksabstimmung machen, einfach nur um das Gefühl zu haben, hey, wir können mitreden, ohne dass wir immer extrem werden müssen, wie die Landwirte extrem werden müssen mit hier Traktoren und hier und auch tatsächlich dann immer aggressiver. Das muss doch gehen, indem Leute frühzeitig angehört werden. Ich muss doch nicht immer wie in der Schule oder im Elternhaus da schlägt doch auch keiner gleich zu. Gut, es gibt so Elternhäuser, da wird gleich zugeschlagen und was da für Kinder bei rauskommen, das wisst ihr ja. Und da könnte ich jetzt auch noch ein paar Sachen zu sagen, denn hier in der Umgebung, Punkt, anderes Thema. Anderes Thema erzähle ich vielleicht mal ein anderes Mal. So, ich habe mich jetzt genug ereifert. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt jetzt mitbekommen, warum das AfD-Video zuerst. Das nächste Video, was politisch ist, wird entweder von der FDP oder SPD sein. Es kommt darauf an, die Termine sind relativ gleich Mitte in der dritten Woche im Juli ist das nächste Interview geplant mit der FDP und relativ zeitnah wird es dann mit der SPD sein. Und dann schiebe ich die nach und nach nach. Ja, okay, so. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag. Und noch einen Punkt habe ich vergessen zum Ausblick. Ich möchte gerne in diesem Zuge,
nochmal Werbung dafür machen, was Politik und Demokratie einfach auch bedeutet. Das bedeutet Unterschiedlichkeiten. Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und gemeinsam zu einem Thema eine Lösung finden in dieser Unterschiedlichkeit. Das ist ein herausforderndes Ding, ja, dieses politische Streiten. Ich finde, man muss nicht immer streiten oder es ist, also in der Wissenschaft streitet man sich ja auch, aber es läuft anders ab. Das, was hier in der Politik als Streiten bezeichnet wird, das würde ich bezeichnen als bekämpfen. Und wenn ich mich bekämpfe, dann löse ich, habe ich absolut keine Zeit und keine Energieressourcen, um ein Problem zu lösen. Was ich doch mit, da wollten wir doch zusammen dran arbeiten jetzt. Ja? Und da muss man Kompromisse eingehen, genau wie in der Schulklasse, genau wie in der Familie. Ja? Ich kann nicht als Elternteil meinen ganzen Tag nur dem Kind sagen, was es zu tun hat und überhaupt nicht überhaupt nicht kooperationsfähig mit dem Kinde zu sein. Das funktioniert auch in der Schule nicht. Dann werden Lehrer ganz schnell gedisst. Das macht ja auch keinen Sinn. Das ist doch Demokratie. Ja, ist klar, dass einer das Sagen hat, weil der trägt die meiste Verantwortung. Der Lehrer trägt die ganze Verantwortung, die Lehrerin. Ja, der Vater oder die Mutter, ja, die schleppen die Kohle ran und dass der Kühlschrank voll ist und putzen und kochen. Ja, ist doch klar. Aber es muss doch Bereitschaft zur Kooperation sein und man muss sich nicht ständig anschreien. Und das würde ich mich freuen, wenn mit Frankenberg TV, wenn wir die Leute kennenlernen, dass das Ganze mal ein bisschen wieder, dass wir ein bisschen lockerer, humorvoller, wertschätzender miteinander sprechen lernen. Und nicht gleich in irgendeine links oder rechts. Das ist das eindimensionale, völlig undifferenzierte Denken, was sehr, sehr viel Wegdrücken produziert und das Wegdrücken produziert sehr viel Radikalität und Extreme. Das ist nicht intelligent. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge.